Europa ist für das Wissenschaftsressort und für das Kulturressort natürlich deswegen wichtig, weil der freizügige Verkehr von Studierenden innerhalb der Europäischen Union über das Erasmus-Plus-Programm ein unheimlicher wichtiger Baustein ist, Menschen in Europa zusammenzuführen und damit die europäische Idee, also das friedliche Miteinander zwischen unterschiedlichen Völkern, zwischen unterschiedlichen Menschen auch wirklich als gelebte Realität erfahrbar zu machen. Deswegen setzen wir sehr stark auf die Kooperation von Hochschulen über die Grenzen hinweg, Grenzen, die es ja vermeintlich nicht gibt, Grenzen, die leider von Menschen wieder aufgebaut werden wollen, um sich bewusst abzugrenzen. Das halte ich für falsch und deswegen ist unser Ansatz, dass wir hier eine ganz offene Strategie fahren in der Kooperation mit Hochschulen jenseits unserer eigenen Zuständigkeitsbereiche, beispielsweise eine sehr geglückte Partnerschaft mit Groningen, die wir seit Jahren pflegen, die sich in der European Medical School zum Ausdruck bringt, oder beispielsweise die Zusammenarbeit der Leibniz-Universität mit der Aalto-Universität in Helsinki, um nur mal zwei Beispiele zu nennen, oder vielleicht auch ein drittes noch, die Kooperation zwischen der Universität Lüneburg und der Universität Glasgow, die jetzt gerade aufgenommen worden ist, sehr wichtig, weil damit auch natürlich Großbritannien immer noch im Fokus steht. Und wir glauben, dass dieses sich Begegnen für uns ganz wichtig ist. Und das zieht sich auch in den Kulturbereich hinein, weil natürlich die europäische Identität unsere gemeinsame kulturelle Heimat ist, in der wir leben. Und das ist unabhängig davon, ob wir Franzosen, Deutsche, Niederländer oder Belgier sind, sondern das ist das, was uns eben gemeinsam verbindet.